Gerade im Zusammenhang mit chronischen Entzündungen hat man erkannt, dass bei den Patienten, wo diese chronische Entzündung besteht, also die Ausheilung nicht richtig erfolgt, offensichtlich auch nicht genügend Resorvine, Protektine, Marisine vorhanden sind. Das sind Stoffe, die muss der Körper selber bauen und das Ausgangsprodukt dazu sind die PRMs, die Pro-Resolving-Mediatoren, die wiederum aus den Fettsäuren Eicosapentaensäure, kurz EPA, und Docohexaensäure, DHA, gebildet werden können. Natürlich aus am besten der natürlich belassenen Form, die gerade bei DHA auch zu einer Blutdruckregulation beiträgt, während die teilsynthetische Variante das nicht kann. Wenn man also die Fähigkeit des Körpers steigern möchte, diese Resorvine, Protektine, Marisine zu bauen, dann sollte man ihm möglichst viel von diesen Pro-Resolving-Mediatoren anbieten. Und solche Produkte gibt es mittlerweile auf dem Markt. Je höher dieser PRM-Anteil ist, umso größer ist die zu erwartende Menge der Umwandlung in die eigentlichen entzündungsausheilenden Stoffe. Resolvine kommt aus dem Englischen von to resolve, zur Ausheilung bringen, beenden. Marisine kommt vom Wortstamm her von den Makrophagen, das sind die Immunzellen, und die können in M1 proentzündlich und M2 antientzündlich Makrophagen gewendet werden. Und die Protektine vom Namen her, to protect, ein schützender Effekt, wird insbesondere auch auf die Nervenzellen gesehen. Sodass man eigentlich sagen kann, ein echter Tausendsassa. Sollten Sie sich also auf die Suche nach PRMs machen, dann achten Sie darauf, dass es wenig EPA und DHA enthält, weil das sind immer teilsynthetische EPA und DHA-Aufbereitungen, die dazu führen, dass der SOL1-Kanal, also der, der für die Blutdruckregulation da ist, zwar besetzt, aber nicht reguliert wird. Und wenn Sie darauf achten, dann haben Sie ja bei den als ungefährlich oder als gesundheitsförderlich geltenden EPA und DHA-Mengen von 2 bis 4 Gramm am Tag noch genügend Luft, Spielraum, um durch natürliche Öle, Fischöl oder vielleicht sogar besser Algenöl, dieses auszugleichen. Und bei Algenöl ist es oft so, dass dieses bereits mit nur 3 bis 4% Peroxiden in den Handel kommt, also viel frischer ist, als das bei Fischöl der Fall ist, was mit 9 bis 13% Peroxiden in den Handel kommt. Und riechen können Sie, dass es weiter oxidiert, ungefähr bei 24%. Und je mehr Sie riechen, umso ungesünder und umso unwirksamer ist dieses Öl. Und daher auch hier nochmal der Hinweis, achten Sie auf den Frischeindex. Weiterverarbeitet werden in die sogenannten Resorvine, also die Stoffe,